Jo, Leute, und willkommen zu einem neuen Part von Windcraft. Wir waren in der Kanalisation und sind es immer noch. Und jetzt werden wir rausgehen, hoffe ich mal. Wir sind wieder Ja, zurück, du bist jetzt alle wieder zusammen. Zum Fest, ne? Also, die Folge verspricht Spannung pur. Wie verlassen die Kanalisation? Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt so schlau wie Nilo und benutze die Teleportation. YOLO. Alter, das ist dumm. Die kannst du nur einmal benutzen. Ah, die kann man nur, wenn man außerhalb ist, benutzen. Aber dann gehe ich jetzt hinten raus. Ich habe meine Teleportation nicht mehr. Ja, wir gehen jetzt einfach mal. Echt? Also, ich folge dem Spark of Phoenix, hoffe, dass er einen coolen Spark hat. Geht doch hier, wenn ihr hinten rausgeht auf einer Seite, da sind dann Treppen, die hochgingen. Stimmt, das war auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, es ist auf beiden Seiten, ich weiß nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ich folge irgendeinem. War man näher dran schon. Ich folge irgendeinem Mann im dunklen Gang. Es ist nass. Ja. Im dunklen Gang. Verspricht vieles. Yummy. Jetzt haben wir natürlich wieder mal unsere Wege nicht gut synchronisiert. Ja, da unten sind auch Treppen. Das war jetzt schon wieder eine fehlgeschlagene Synchronisation. Hey, sehe euch, guck mal. Hier unten sind auch Treppen, Clay-Treppen einmal hoch. Hallo. Die synchronisiert. Okay. Wieder ein Wettbewerb, Spark of Phoenix vs. Nilo, wer gewinnt? Ha, gewonnen erst. Ich schwöre extra zur Seite, damit ich nicht dein Kopf. Aber ich bin schon in der Stadt, ich gehe jetzt schon Richtung Gefängnis. Wir machen ein Wettrennen. Windcard. Ey, guck mal, der Andi ist weg. Wie witzig. Hallo. Ja, Outback kann sich ja. Achso, er kann sich ja teleportieren. Oh, falsche Richtung. Achso, Kieran, das ist gerade deine Folge, ne? Ja. Was ist los bei dir, Andi? Wo geht's lang? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ernsthaft? Ja. Scheiße, ich bin, glaube ich, vorbeigelaufen. Ich habe ein Gedächtnis wie die Ratte hier. Ernst? Die habe ich auch lang getötet. Ich folgte einfach den Personen. Ratten haben ein sehr gutes Gedächtnis. Echt? Ich bin beim Gefängnis. Und wo seid ihr? Auf dem Weg zum Gefängnis. Du irrst, mein Freund. Gerade an Spark vorbei, Porten. Ah. Er schlägt Kurven. Ah. Ja, du bist Hacker. Ja schon drei Level über mir. Das ist gemein. Du bist Outback, ist ein Hacker. Spark of Phoenix rennt links, müsste Outback gerannt haben, aber mir gerade rechts. Sehr interessant. So, dann können wir jetzt abgeben. Richtig, dann gehe ich mal ab. Wunderbar, du hast den Schlüssel. Dankeschön. Aber. Wundervoll. Level 9. Aber ich habe mich an die Zelle gewöhnt, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Ja. Sogar der Nilo ist jetzt Nummer 9. Ja, ich bin fast 10. Ganz ich bisschen fehlt mir nur. Ich bin Hälfte 10. Ja. So, dann schauen wir, wo wir weitermachen. Jo. Underwater oder Spider Cave? Bin für Spider Cave. Spider Cave. Nee, Spider Cave ist weiter weg. Wir gucken mal. Oder? Spider Cave ist im Wald. Passt schon. Das andere ist hinter Malte. Ja, Spider Cave wäre eigentlich das nächste. Lass da hingehen. Vom Level her das nächste. Ja. Okay. Folgt mich. Warte, sind alle da? Ja, okay, dann Andi, geh mal vor. Synchro. Kannst du so machen, dass wir bis zur nächsten Aufnahme halt festsetzen, dass wir alle wieder das gleiche Level haben? Weil ja, so in etwa. Also ich muss halt diesen Dingster-Quest fertig machen, damit das nicht irgendwie failt. Zu viele Zombies. Yeah, jetzt bin ich 10. Only Zombies. One level until you get vanished. Hier, du hast hier ein grünes Puder, das sammelt das nur ein, genau, weil da kannst du dann verzaubern. Grüner Staub. Grüner Staub. Jetzt zieht sich Däumen sonst nur durch die Nase. Ja. Nein, eigentlich nicht. Jetzt ist es halt hier so richtig leer, ne? Ja, das ist halt dann, aber. Wir sind allein. Allein. Und das Gute ist, die ganzen Kisten sind allein, noch hier. Allein. Stimmt, die Kisten, die gehören Es gibt keinen anderen, der die holen kann. Deshalb gibt es die Kisten hier immer recht zügig. Und ich glaube, ich weiß, dass hier irgendwo ein steht, wenn ich gleich hinze. Ja, Spark mit seinen geheimen Tricks. Hey, ich der Kissen da aus. Spark hat das Spiel auch einmal ganz durchgespielt, nur um uns voraus zu sein. Ja, genau, er will uns alle nur ärgern. Ah, Item Identifier. Ich habe euch das vorgeschlagen als Projekt. Ja. Es wollte keiner mit mir spielen, ich hab also habe schon 19 Folgen im Singleplayer gemacht, weil keiner wollte. Oh, Singleplayer, du hast ein Singleplayer-Projekt von einem MMORPG gemacht? Ja, so ganz grob das Feature gezeigt, weil ich fand das System cool. Ich habe ein paar Videos zu gemacht. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Ich habe ein Denkhelmchen bekommen, das kann ich denken. Ja, seit 2 Monaten kommt der nicht. Gib mir bitte, ich muss ein bisschen mehr denken. Hilfe. So. Ein Level 5er Zombie ist so gut, aber auch Zeit. Ich muss ein klein bisschen. Ich bin immer noch bei diesem Identifier gerade, weil. Level 8er Zombies. Wir sind gerade asynchron, wir müssen uns synchronisieren. Ja, warte, ich komme. Ich dachte, ich kann den anderen auch noch identifizieren. Ja, so. Level 8er. Ey, was ist denn hier? Soll ich da reingehen? Was kann man denn identifizieren? Oder dann kriegst du, ich habe zum Beispiel jetzt hier Lifesteal 02. Waffen, die gelb sind. Kannst du in welche Richtung seid ihr gegangen, Jungs? Oh, bin ich da unten war eine Truhe, die ist schon leer, keine Sorge. Einfach geradeaus weiter. Von mir entleert persönlich. Gleich bin ich auch Warum bin ich jetzt schon Level 12, Alter?
Weil du vorhin die ganze Zeit die Zombies gebasht hast. Hey, nein, aber ihr hättet doch auch genauso viel XP kriegen müssen. Nein, das ist nicht so. Wir sind hier nicht bei Diablo. Ja, stimmt. Gerade habe ich irgendwie keine Musik. Warum nicht? Level 10, endlich. Ein Level noch, dann habe ich auch endlich meinen Teleport-Skill. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Das ist so geil einfach, du kannst aber durch die Gegend fliegen. Ja, das ist ja. Ah, jetzt kommt die Musik. Die Musik ist wieder da. Musik, ja, oh mein Gott. Wollte ich gerade sagen. Restarting. Wir sind wieder synchron. Die Musik hört immer dann auf, wenn wir asynchron sind. Leute, ich war gerade wirklich kurz vorm Tod und dann wurde ich sofort Level 10 und alles wurde aufgefüllt. Ich war bei mir sind ungefähr 10 Level 8er Zombies gespawnt. Ja, dann rennt zu einem Magier von uns und wir können dich heilen. Was? Mit Level 10 kann ich jetzt 9 Skill oder? Ja, Level 11! Level 11 kannst du 9 Skill benutzen. Feind vor. Ah, nee, das ist so eine Loot Chest Missy wieder. Aber jetzt haben wir endlich mal eine 10er Hürde geschafft. Sind mit einem zweistelligen Bereich. Hey, guck mal, ich bin so ein krasser Typ. Das ist Level 11. Ja, ich kann gleich meinen Elfer. Ich hab so einen krassen Skill. Was kannst du denn machen? Ja, siehst du mich nicht? Nein. Schau mal, Andi, erst ich bin hier und jetzt bin ich. Hier. Guck mal, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier? Da hinten. Alter, ich bin fast tot. Ich brauch mal Heal. Warte, wo? Von wem war? Ich bin auch geschafft. Hab schon von Andi. Gut. Boah, ich bin einfach. So der tapfere Krieger hat bisher nur auf ein einziges Attribut gesetzt. Ja, 10,5, also es geht langsam hoch. Boah. Ja, wollen wir vielleicht erstmal in den Spider-Cave gehen? Ja, ich wollte gerade sagen, noch ein ganz bisschen, so, dann habe ich 11, dann kann ich endlich meine geile Waffe benutzen. Ja, ich wollte auch sagen, wegen Level-Up und so, wenn man ganz cool. Wenn man ein bisschen farmen und leveln muss man ja auch nebenbei, das gehört ja auch dazu, muss ja nicht. Oh mein Gott. Also ich merke schon, dass ich echt schnell down gehe, muss ich sagen. Ja, aber es ist halt Bogenschütze, ne? Ja. Aber das sonst musst daran, du halt... Vielleicht, dass du keine Rüstung an hast oder nur schwache Rüstung. Doch, ich habe mir die Rüstung gekauft im Laden. Ich habe fast gar keine Rüstung, Alter. Ich sterbe gar nicht. Aber Andi, ich schaue mich auch noch nicht, aber manchmal war es schon knapp. Also manchmal bin ich echt kurz... Alter, wie Andi schon 13 ist. Ja, er macht ja den meisten Schaden, glaube ich, mit seinem Zauberstab. Ich habe auch nur einen, der 3 bis 5 macht, ne? Ey, Adi runter von meinem Turm, Däumen. Oder Spark Heal. Heal! Wo? Heal! Ach da. Heal! Heal! Eine geht noch. Pass auf, hinten. Ja, ich bin wieder down! So können wir in die Höhle gehen. Aufgefüllt. Und ich muss dann endlich nach dieser Aufnahme, werde ich dann rausfinden, endlich, was ich dingsen kann. So, und jetzt kann ich meinen 11-11er benutzen. Gleich, ich habe noch 4 Balken, dann bin ich auch Level up. Mein Turm-Zombie! Die ganzen Zombies, die denken, sie können hier den Turm annehmen. So, ja, meinetwegen können wir jetzt langsam mal weiter. Gleich, 3 Balken noch. Dann kann ich auch teleportieren, Mr. Teleporter. Und ich nicht. Weißt du, was der Archer kann mit Level 11? Du kannst, ich glaube. Will ich doch mal eigentlich gesagt. Ja, genau. Du kannst einmal jumpen. Wow! 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 Was nächstes gibt hier? Ich bin gestorben, weil das ist auch einmal diese ganzen Viecher in mir gespawnt. Erster Tod, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gestorben, wie komme ich jetzt zu euch? Jetzt kann ich dir gut hinlaufen. Wie gerade so asynchron ist. Hey, wurde jetzt mein alter Spell entfernt? Nein. Aber wie wähle ich denn jetzt den neuen? Wurde dir gesagt, einfach die Tastenkombi dafür machen. Genau. Ah, reit, ich habe mich verlesen. Genau. Und dann so, bin ich jetzt unsichtbar, seht ihr mich? Offensichtlich nicht. Spark, ich stehe jetzt vor dir, siehst du mich? Nein. Ich sehe nur Rauch, so wie bei The Hero Grind, so ein bisschen. So, das heißt, jetzt siehst du mich wieder. Genau. So, man kann sich auch vor halt anderen Spielern verstecken. Aber bin ich dann auch vor den Zombies unsichtbar, ja? Gut. So, wir sind alle Level 11, jetzt können wir weiter, theoretisch. Ich bin nicht bei euch. Achso, stimmt, okay, da warten wir noch auf dich. Ich bin bei diesem Hühnerdorf. Ja, dann komm hergelaufen. Ja, da musst du einfach nur, warte mal. Wir können uns auch beim Pets treffen. Ich bin in Maltik. Ja, dann musst du jetzt einfach nur den Fluss entlang hoch bis zum Wald laufen. Fluss? Beim hat überhaupt keine Koordination. Sag ihm, guck einfach, lass uns jetzt beim Cave Spider treffen. Fertig, da hast du ja die Koordinaten von. Da hast du die Koordinaten von. Genau. Aber, ja, Cave Spider, genau. Gut, geh mal hin. Bei mir steht gar nicht, wie ich den Spell machen kann. Bei mir steht nur, wie ich den alten Spell. Ein Teleport ist einfach da. Dreimal rechts müsste es sein. So, dann greife ich mich nicht mehr an. Wenn ich sie wieder angreife? Wo ist denn das? Ey, ist eine Beutetruhe. Wir müssen zu Hartat reden. Oh, fancy. Fancy Boo. Fancy Trousers. Fancy Trousers, meine Jungs. Hast du einen Hut bekommen? Goldene. Ja, ich habe eine goldene Hose. Aber ich ist jetzt für Level 15.
Spider Cave wollten wir. Minus 313, minus 1005. Ja, genau, da bin ich gerade on my way. Nilo? Hey, wir sind schon vorbei. Ich hab Bogen 10 bis 18. Nee. So. Bitte? Ich wollte mal kurz. Bogen 10 bis 18. Musst du kurz verstehen. Ja, wir sind fast da. Ne, aber das Problem ist gerade, ich klicke links, rechts, links. Du musst schnell drücken. Ne, aber wenn man zu schnell macht, dann rafft er das manchmal nicht. Ja, richtig. Musst du so gediegenes Tempo machen. Die Heilung musst du aber recht schnell machen. Plus 3, 1, 3. Hier müsste der sein, in etwa gleich. Also ich kann keinen doppelten Sprung, das will ich nochmal so sagen. Ich sehe den Typen auch schon. Ja, ich bin beim Cave Spider. Einfach geradeaus weiter da rein. Leute, ich habe ein Rare-Item. Dankeschön. Ja, ich habe dein legendäres Item. Rare-Item ist cool. Aber ich habe so mit legendären Items. Tian, wo bist du? Einfach geradeaus weiter, dann kommt ihr zu dem Cave Spider. So, ich bin jetzt auch gleich da. Ich bin nur noch so 100 Blöcke entfernt. Jetzt habe ich euch verloren. Einfach geradeaus rein. Straße entlang. Bleib stehen, ich kann nicht heilen. Spark, aber der neue Spell, der kann, macht keinen doppelten Sprung bei mir. Also. Ey! Was macht Locket! Probier den mal aus, was passiert nochmal? Ich weiß nicht. Eureka! Was denn? Mach einfach rechts, rechts, rechts. Ich erblicke euch. Rechts, rechts, rechts. Geht nichts. Ja, ohne Bogen in der Hand vielleicht. Achso. Nee, Bogen, alles kann mit drin sein. Das hat nichts damit zu tun. Ey, wer hat denn sein Zeug hier mitten auf die Straße gekotzt? Dann weiß ich, musst du nochmal im Wiki gucken. Ah, eine Loot Chest! Ja, die sind jetzt halt, weil kein anderer Spieler das uns wegnimmt, ne? Ja. Gut. Wollen wir da reingehen, mal in den Cave Spider? Ja, erstmal den Typen anlabern hier oben, ne? Ja. Hat. Oh, hallo da, junger Reisender. Ich kann sehen, du bist auf der Suche nach einer Herausforderung. Nun, ich habe eine für dich. Du siehst, ich suche nach einer speziellen Pflanze namens Saccharum. Was? Saccharum? Saccharum. 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 Ich habe gehört, dass diese Höhle hier vielleicht einige haben sollte. Leider ist sie voller Spinnen und ich bin nicht stark genug, um da reinzukommen. Kannst du kannst das Ding erkunden und mir 3 von denen bringen, so schnell wie du kannst? Also was in die Höhle und 3 von denen seinen Sackhahn holen. Okay. Sackhahn. Also ist quasi fast der erste Dungeon, ne? Ja, Saccharum, also Zuckerrohr wahrscheinlich. Nee, ist kein Dungeon, Kian. Dungeons sind abgeschlossen. Nee, das ist nur... Aber nur eine Höhle. Ja. Ich muss Zeug wegwerfen. Mein Inventar ist voll. Dann wirf es weg. Wie sieht denn das Saccharum aus? Zuckerrohr. Def. Okay. Dann lass mal zusammen alle geschlossen reingehen. Ja, warte. Ich bin schon hier vor reingegangen, also ich habe ja schon... Ich bin bei Nilo. Ja, dann wartet jetzt mal ganz kurz, ich muss mir die Sachen wegwerfen, sonst kann ich nichts aufnehmen. Wirf's aber irgendwo hin. Ja, aber was kann ich wegwerfen? Ah, scheiß drauf. Levelman. Ah, ich sind Viecher. Nilo, bleib mal stehen. Jo. 19. Was ist Unique? Ich habe ein Unique-Item. Das ist halt ein spezielles, also ist relativ normal eigentlich. Das kannst du identifizieren halt. Okay. So, weiter? Ja, müssen hier runter. Ganz da unten und dann halt zu. Fast Exit. Unterspringen? Oh je. Yeah. Ey, oh mein Gott. Saccharum. Wie viel Saccharum braucht man? Jeder 3. Ah, das droppt von der Decke fällt. Ich habe 29. Ja, dann, ich habe 11. Timer auf. Ich habe auch 11. Ich habe 3. Das reicht ja auch an. Ja, da, das auch. Ist nur das Quest-Item, brauchst du nur einmal hier danach. Alles wird dir das Inventar verstopfen. Ah, ich habe eine Schaufel mit 1116. Wie viel, welches 1116, welches Level? 20. 1116. Nee, ich habe eins deutlich besser. Danke. Der heißt Grandfather. Ich hab. Gut, dann kann ich Schaufel wegwerfen, die ich habe. Berserk. Ich hab mich gerade nicht von Arsch, hast du es von Arschhaar oder was? Und die Pressing-Sachen kann man wohl auch wegwerfen, ne? Was? Ja, die machen keinen Sinn. Du kannst das meiste eigentlich loswerden. Die Pressing. Wie gut ist dein Bogen gerade, Nilo? Mein Bogen ist 10-18. Ich hätte 10, 18, sonst einen 8-14. Nee, aber nee. Hab ich auch. Den Bogen, den ich hab, das ist ein Rare-Bogen, also mit Verbrennung 1 auch noch. Gut, dann let's go. Es ist up to the top. Gibt's auch noch eine Steigung von hat Rare, also gibt's doch irgendwie Ultra Rare. Wow! Was fehlt dir? Hat vielleicht jemand noch einen ganz guten Stick, weil ich habe immer noch so einen ganz relativ am Anfang einen. Ich hab nur meinen Clock-Stick hier. Ein Stick, ich hab einen 2-4er-Stick. Und einen, warte, ich hab einen 6-8er-Stick auch noch. Der 6-8er wäre cool, den könnte ich gebrauchen. Aber der ist erst ab Level 14. Was? Dafür ist der relativ schwach für Level 14. Ich hab einen bis 11 und der ist Level 9, Alter.
Also den habe ich. So, wo ist der Kerl? Hier. Leute, ich habe einen Bogen, der ist Level 1 und macht Damage 0 bis 0. Ja, also, ja, das ist genau das, was ich wollte. Genau. Danke, yeah, dass du es geholt hast hier. Ein paar Emeralds und ein paar Experiments. Du hast es dir verdient. Dankeschön, ich habe es verdient. Ja. Du hast es verdient, cool, zu sterben. Wenn mein ganzes Inventar ist mit Heilpotions voll gejizzt. Ja, aber ich hab gerade sogar schon mal einen benutzt. Komplett sinnlos sind die nicht. Nee, sind sie nicht, ja. Heilpotions. Nee. Gut, was können wir als nächstes machen? Wir haben den Underwater-Quest. Underwater. Den Underwater haben wir noch. Ja, aber der Mushroom ist hier in der Nähe. Der Mushroom ist in der Nähe hier. Dann nehmen wir den. Ja, wollen wir nicht erstmal Underwater machen? Das wäre die nächste. Also nein, das ist aber in der Nähe, Andi. Nein, ich meine, der ist einfach nochmal vier. Folge, Kian. Ja, ist das egal. Das werden wir schon schaffen. Okay. Dann führe mich hin. Führe uns. So, was habe ich gesagt? Mushroom Man. Minus 277. 1681. So, einfach dem Weg hier weiter folgen. Jo, dann gehen wir doch mal. Hier geht's übrigens in Richtung der nächsten Stadt, und zwar nach Deadlands. Ich habe einen krassen Stick. Echt? Der ist so gut, der heißt, das ist ein Depressing Item. Der macht 0 bis 0 Schaden. Ah, Däum hat's jetzt auch entdeckt. Oh, Level 12, nice. Aber bei euch, ihr habt nicht Depressing gelesen. Ich brauche einen Stick für Level 3 und Mensch Level 12. Moment, jetzt sind wir, glaube ich, schon vorbei. Nee, warte, was habe ich gesagt? Boah, dann vergisst man immer wieder, wo man hin wollte. Ich finde sogar, wie hier der Sonnenschein hier durch die Minus 277.681. Wir müssen zurück. Sagst du jetzt Sonne Shader oder was? Leute? Ja, ich hab einen Shader doch drin gehabt. Habt ihr gehört? Was? Wir müssen wieder zurück, wir waren schon zu weit. Oh. Oh, 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 oh. You failed the mission. Nein! Ja, das war bestimmt diese. Ja, das ist ja, eine Mission ist ja kein Quest. Da muss man ganz klar differenzieren. Differenzieren und synchronisieren. Tut mir leid. Teleporten ist so praktisch, wenn man mal nett hinterherkommt, ja, einfach teleportieren machen und dann. Ich kann gar nichts, mein neuer Spell macht einfach nichts. Ich weiß aber nur noch nicht, wie du ihn anwendest. Ah, da ist diese Hütte. Diese Game kleine Hütte. Hütte da unten. Gamer-Hütte? Ja. Gamer-Hütte. Ja. Okay, dann nahmen wir den mal an. Ja. Es ist Tal. Jiha! Oder wollen wir die Folge beenden? Das ist die Frage. Nein, ich habe ihn angeklickt. Warte, jetzt müssen wir wenigstens das, was wir jetzt mitnehmen. Jetzt habe ich ihn auch angeklickt. Also jetzt ist echt. Hi. Ja, was für ein Zufall. Ich brauche dich tatsächlich, ja. Du siehst, ich bin außer. Ich brauche rote Pilze. Ja, ich brauche sie. Rote Pilze. Ich brauche Pilze! Ich habe einen Ruf, den ich behalten muss. Pilze? Ich werde den Mushroom-Mann genannt. Mushroom-Man, den Pilzemann genannt. Aber ich habe keine davon. So sieht ja auch aus. Pilze. Pilze. Okay, also er braucht 3 Pilze. Was ist looking at? Okay, ich brauche. Nee, er braucht Rotpilz. Wir müssen ihn ausliefern. 3-mal Rotpilz. 3-mal Rotpilz, bitte. Alles ja, klar, dann holen wir ihn dann in der nächsten Folge. Wird es nächstes Mal Rotpilz geben oder nicht? Das ist die Frage. Wir schon wieder ein krasser Cliffhanger. Krass. Sowas von. Alles auf klar. Ja, dann auf Pilzjagd nächsten Folge. Wir danken fürs Zuschauen. Bleibt noch was zu sagen. Gönnt euch ein Abo oder lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.